Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Nicht einmal 300 Meter lang ist der Weg durch das Heder Quellgebiet mit seinen 18 größeren und kleineren Quellen, die insgesamt 1900 Liter Wasser pro Sekunde normalerweise schütten. Es ist damit das zweitstärkste Quellgebiet in ganz Nordrhein-Westfalen, das allerdings seit geraumer Zeit akuten Wassermangel meldet. Im Quellteich reicht es gerade noch für eine Handbreit Wasser unter den Bauchflossen dieser jungen Bachforelle. Und im Quellteich fehlt sozusagen der Nachschub aus der sonst recht stark schüttenden Quelle unter der Scheune des Hofes Meschede. Doch diese ist seit Wochen schon trocken gefallen und nur wenig Wasser aus dem Hederlauf gelangt unter der Aussichtsplattform in den Teich mit seinen vielen kleineren Quellen. Das gleiche Bild bei der Quelle im Bereich des Hofes Bertelsmeier, die ebenfalls seit Wochen versiegt ist. Die unmittelbare Folge tritt beim Tretbecken zutage, das ebenfalls seitdem kaum noch als solches zu bezeichnen ist, geschweige denn genutzt werden kann. Hier einige normale Sommerszenen zu normalen Wasserzeiten. Nur einen Steinwurf entfernt die sogenannte Kürpik-Quelle und der Quelltopf am Eingang des Heder-Quellgebietes von der Hederbornstraße aus gesehen. Auch die kleinsten Quellen schütten kaum noch Wasser. Und erst nach ergiebigen Regenfällen werden die Quellen wieder so sprudeln und nicht nur die Fische daran ihre helle Freude haben. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.